Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem weiteren Mists of Pandaria Beta-Video hier von MMOZone. Und zwar, ihr seht das hier schon, es geht um diese Icons. Falls euch die Icons gar nichts sagen, das sind mögliche, in Anführungszeichen, mögliche legendären Icons, die es mit Mists of Pandaria geben wird. Denn Blizzard plant wohl, ja, die Spieler mit legendären Waffen auszurüsten. Wir sehen da oben eine Axt, dann ein Dolch, eine Faustwaffe, eine Gun, ein Schild, sogar ein Schild müsste das sein. Ein Schwert, ein Zauberstab und ein Kolben. Wie das Ganze oder welche Stats die ganzen Waffen haben, ist natürlich noch nicht bekannt. Was allerdings jetzt seit dem letzten Beta-Patch komplett neu ist, ist der NPC Furorion, welcher sich in der Nähe vom Schwarzmarkt-Auktionshaus aufhält. Der hat jetzt die mögliche, man muss immer mögliche in Anführungszeichen sagen, die in Anführungszeichen mögliche erste Startquest für die legendären Gegenstände. Wir schauen uns gleich ein Video an und danach melde ich mich nochmal und dann können man ja noch ein bisschen philosophieren. Aber so wie es aussieht, so wie es bisher aussieht, scheint es wirklich legendäre Gegenstände zu geben. Aber wir schauen uns jetzt erstmal den kurzen Dialog mit dem guten Furorion, dem letzten schwarzen Drachen, an. Ein Land der Geheimnisse, der Geschichte und der Möglichkeiten. Ein neues Zeitalter ist angebrochen. Wir stehen am Scheideweg der Geschichte. Sehr gut. Lasst uns reden. Tong, bringt uns etwas zu trinken, bitte. Mein Vater, Todesschwinge, hat versucht, ganz Azeroth zu zerstören. Er irrte, natürlich, aber mit einer Sache hatte er recht. Unsere Welt ist so fragil. Wir sind ein Funken des Lichts in einem Universum des Schattens. Eine Kerze im Sturm. Manchmal denke ich, dass es gerade die Unsicherheit unserer Welt war, die meinen Vater in den Wahnsinn trieb. Ah, ich danke euch, Tong. Zur Sache. Ich glaube, wir steuern auf eine Abrechnung zu. Und nein, ich spreche nicht vom aktuellen Konflikt zwischen Allianz und Horde. Glaubt mir, was Garrosh Höllschrei in Terramor getan hat, ist noch gar nichts im Vergleich zu den Schrecken, die bereits in diesem Moment unsere zerbrechliche Heimat heimsuchen. Aber der Krieg bereitet mir große Sorgen. Könnt ihr das nachvollziehen? Ein geteiltes Azeroth hat keine Chance gegen die Dunkelheit. Dieser Krieg muss enden. Bald. Bevor er unsere Stärke verschlingt. Seid versichert, dass ich eure Horde loyal zur Seite stehe. Wie können wir den Konflikt schnell und entscheidend zu Ende bringen? Ich glaube, die Antwort lautet: Helden wie ihr. Wir müssen sichergehen, dass ihr der Aufgabe gewachsen seid und euch dann entsprechend ausrüsten. Und genau dieses dann ausrüsten, genau dieser Satz von Furorion deutet eben auf diese legendären Gegenstände hin. Wir geben jetzt hier die Quest noch ab, nehmen dann noch zwei Quests an. Eine davon können wir direkt machen, weil wir den Ruf haben. Und die zweite, da müssen wir dann Gegenstände sammeln. Die Stärke eures Gegners und Prüfung des Schwarzen Prinzen. Die Prüfung müsste die Rufquest sein, die haben wir. Und die Stärke eures Gegners, dort müssen wir 10 Siegel der Macht und 10 Siegel der Weisheit sammeln. Von Schlachtzugbossen in, ihr seht das hier gerade, Mogushan-Gewölbe und den ganzen neuen Raids halt. Und ja, hier muss man ein Honored Reputation mit Black Prince Level 90 Mogu und Mantid haben. Das haben wir schon, beziehungsweise wurde von Blizzard einfach freigeschaltet.
ja, geben wir direkt ab. Und dann haben wir halt noch diese Sammelquest mit den 10 Siegeln. Und wie es dann danach weitergeht und wo es die Siegel geben wird, also geben wird schon, ist klar, in den Mogushan-Gewölbe, Herz der Furcht und natürlich der Terrasse der Endlosen. Allerdings, ja, ob die einfach jeder Spieler sammeln kann oder nur einzelne Spieler sammeln können, das ist halt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht wirklich klar. Ja, wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Liked uns einfach auf Facebook, werdet Fan. Und ja, ihr verpasst keine wichtige WoW-News mehr. Und ich sage, bis demnächst, macht es gut, haut rein, ciao.